Erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Oh, lecker. Mit Geschmack. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass es auch sehr viele junge Menschen gibt, die plötzlich einem so alten Mann am Tresen des Lebens zuhören wollen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass es zu diesem Song auch eine Moral von der Geschichte gibt. Und wir haben uns einen extra jungen Gitarristen eingeladen, der zwar so spielt wie Jimi Hendrix, aber wesentlich jünger ist. Sein Name ist Tilly Hendrix. Ich bin ganz ehrlich, heute Morgen war nicht ganz so mein Tag. Und das Letzte, was der Affe auf der Schulter sagt, ich kacke langsam ab. Wie teuer das ist, das Dach hier abzureißen. Sehr teuer. Aber wir können mal gucken, was wir tun können. Die nächste Nummer ist ein Song, der im Prinzip für das steht, was ich mit der Letzte an der Bar meine. Nämlich halt ein bisschen aufmerksam zu sein und ab und zu mal den Kopf halt eben vom Tresen hochzunehmen, zu gucken, was links und rechts oder auch vor und hinter einem passiert. Und da passiert eine ganze Menge, auch in einem Land wie Deutschland, gibt es immer noch Menschen, die halt eben Müll nach Pfandflaschen suchen müssen. Und repräsentativ für diese Menschen haben wir einen Song geschrieben. Das ist der Original Soundtrack für den alten Mann und das Leergut. Meine Damen und Herren, eins! Der alte Mann und das Leergut, der nicht mehr kann, wie er will und sich schwer tut. Mit den Taschen voller Flaschen läuft er durch die Straße, trinkt mehr als er gut tut. Der alte Mann und das Leergut, der nicht mehr kann, wie er will und sich schwer tut. Schmerzen im Knie, soeben noch am Leben und von dem wird er noch angeschrien. Seine Frau, die Kinder bald weg, kann gar nicht so viel trinken, wie er in die eigene Tasche steckt. Er war mal was, er war mal wer, er hatte mal ein Leben, doch das ist schon lange her. Und er läuft und er läuft und er läuft durch die Straßen, könnt ihr das sehen? Und er läuft und er läuft und er läuft durch die Straßen, yeah, yeah. Yeah, I'm a man.
vorstellen. Mein Name ist Henning Wehlein und ich bin der Letzte an der Bar, Leute. Und das ist schön, wie sich der Platz hier langsam füllt. Denn Travemünde ist eine Stadt, die kurz vorm Aussterben ist, habe ich gehört. Und es wird wichtig, dass wieder viele Menschen zuziehen und wir wollen heute damit anfangen. Und deshalb habe ich bei der Stadt heute mein Bewerbungsschreiben eingereicht. Und da musste ich meinen Lebenslauf abgeben. Und ich habe gesagt, wartet bis 21.48 Uhr, dann kommt er in musikalischer Form. Denn mein Leben besteht aus Umdrehungen. Und zwar exakt aus 1001 Umdrehung. Alles dreht sich immer schneller. Hi, ich bin heute deine Umdrehung. Das war Elvis, ohne Scheiß.